Bye-bye Sabine Zimmermann. Die einstige Aktenzeichen XY ungelöst Co-Moderatorin ist jetzt überraschend im Alter von nur 68 Jahren verstorben. Das ehemalige TV-Gesicht soll nach Bildberichten angeblich einem Krebsleiden erlegen und in einem Münchner Hospiz friedlich eingeschlafen sein. 14 Jahre lang war die gebürtige Hannoveranerin an der Seite ihres Adoptivvaters Eduard Zimmermann und später an der Seite von Moderator Butz Peters, das Gesicht der Fahndungssendung. Nach ihrem Kameraaus 2001 arbeitete sie noch 10 Jahre als Produktionsleiterin für das ZDF-Format. Die Öffentlichkeit wird Sabine Zimmermann als stets offene und engagierte Person in Erinnerung behalten. Bei ihrem letzten öffentlichen Auftritt im Oktober 2017 feierte sie den 50. Geburtstag der Kriminalsendung. Dort wirkte sie im Arm von Nachfolgemoderator Rudi Zerne noch losgelöst und gut gelaunt, wie wir sie kennen. Jetzt muss die deutsche Fernsehwelt von einer der beliebtesten Moderatorinnen der 90er Jahre Abschied nehmen.